unsere Videos werden einfach nie normal. Nie. Etti, hilf mir doch mal, hilfst du mir nicht. Selbst ein Food-Paul. Das sind Special Effects. Boah, ist ja voll viel. Bitte? Hast du viel zu haulen? Viel zu haulen. Herzlich willkommen zu einem neuen Food-Haul hier bei uns. Bernd war heute Morgen jagen und hat ganz viel Gemüse und Obst gejagt. Miss Murphy kommt. Ja, du willst auch einmal schnuppern. Kein Fleisch. Ja, und ich wollte euch einmal zeigen, was wir so einkaufen. Bernd war heute Morgen im Aldi. Da hast du wie viel ausgegeben? 24,30 €. Und heute Abend fährt er noch in den Kaufland. Und da, das schneide ich dann am Ende hier dran. Dann gibt es noch den Kaufland dazu. Also das ist jetzt alles Aldi. Und es gibt erst einmal einen Haferdrink, den nehme ich immer für Kaffee und normalerweise nehme ich eine andere Marke. Es ist auch gut Bio, aber es sieht halt komplett anders aus. Ich weiß nicht, ob einfach nur sich das Design geändert hat. Deswegen haben wir erstmal nur einen mitgenommen zum Probieren, oder Bernd, eher gesagt. Dann gibt es Milani Kaffeesahne für unseren Besuch, wenn wir Partys feiern. Weil nicht jeder mag Hafermilch. Zweimal Möhren mit Grün. Ja, und ganz viele Bananen. Man sieht es nicht. 1, 2, 3, 4, 5 diese Stauden Bananen für unseren Shake, den wir jeden Morgen trinken. Einmal Birnen. Tomaten, diese Cocktailtomaten oder Cherrytomaten sind das. Zweimal Mozzarella gerieben. 4 rote Paprika. Hm? Auf seinem Platz. Er liegt auf seinem Platz. Ich weiß auch warum, weil ich ihm da heute mehrmals Leckerchen für gegeben habe, wenn er da gelegen hat. Soll ich ihm einen geben? Das ist alles, was er kann. Dann haben wir 3-mal Kaki. Nur 3. Wir hatten sie nicht. Die anderen waren Matsche. Na, die sind eigentlich lecker. Egal. Und 4-mal Kiwi. Und ja, der Rest wird dann heute Abend vom Kaufland sein. So, Bernd, leistest du mir Gesellschaft beim Haul? Etti, geh von meiner Lampe weg. Haulen. Etti, geh weg da. Von der Lampe. Komm hier. Kannst mit ins Video. Komm mal hier. Oh. Mach mal hopp. Spring in die Luft. Nein, so, jetzt kommt hier Kaufland-Haul. Es ist mittlerweile 21.12 Uhr. Calvino macht sich gerade schon Bett fertig. Aber ich zeige euch das noch eben. Boah, das ist ja echt schwer hier. Ja, 10 Kilo. 10 Kilo Holzbriketts hat der Bernd mitgenommen im Kaufland. Für den Kamin. Mhm. Weil wir die testen. Kohlebriketts auch, wo sind die? Die sind im Wintergarten. Kohlebriketts. Ja. Wir wollen dasselbe in Schwarz. Testen und vergleichen, was uns mehr zusagt. Also wir haben jetzt Holz ganz viel. Und halt auch Briketts möchten wir testen, weil das war unser erster Kamin und wir können ja nur mitreden. Ja. Special Guest kommt. Soll ich die schon wegbringen dann? Ja. Hallo. So, dann gibt es, die sind jetzt vom Edeka. Ich war nämlich kurz im Edeka heute. 3-mal das Mühlenrind. Davon macht der Bernd Rouladen und die schmecken richtig, richtig gut, die sind dann gefüllt mit Räuchertofu und Gewürzgurke. Aua, geht's? Was hast du denn jetzt gemacht? Zeh gebrochen. Wie? Da liegt gar nichts. In der Tür eingeklemmt? Da ist eine Scheißkante. Schon Schmerz nach. Ach, der lässt ja noch nicht nach. Und geh, ich hab Schmerzen. Der Fuß ist ab. Gewürzgurken sind da drin und Senf kommt dann rein. So sehen die aus. Der wird blau. Der wird echt ganz blau. Aua. Ah, Hund, bist du doof? Leck doch nicht da dran. Kühl. Cool. Ja, der ist bestimmt angebrochen. Willst du kühlen? Ja. Das mal 1000 ist meine Geburtsschmerz-Situation. Gar nicht dagegen. Er
will dir helfen, er ist der Heiler. Ich hab die Socken. Aber wie er wegrennt. Unsere Videos werden einfach nie normal. Nie. Endlich hilf mir doch mal, hilfst du mir nicht. Selbst ein Food Paul. Das sind Special Effects. Ich hätte zerstören können gerade vor Schmerz. Ja, glaube ich dir. Kein Wunder, dass du bei der Geburt auf den Tisch kackst. Schmerzen, die ich gerade spüre. Es sind Zwillinge, ich kriege gleichzeitig. Der Ben hat einen Krankenschein, der kann heute nicht im Video teilnehmen. Oh. So, viermal Puderzucker, weil ich wollte Kekse backen, Weihnachtskekse. Ich taub, der C. Ja, ich hatte ich doch auch einmal. Den du bist ja aber die Treppe runtergefallen. Nein, wo ich... Man muss sie die Krücken vom Boden... Smurfy, nutzt meine Behinderung jetzt nicht aus. Bleib unten. Ich bin die Socke wiedergebracht. Dann sagt die, stinkt das bestialisch. Ey! Etsy! Smurfy, aus! Okay, der macht sich kaputt. Ja, jetzt hast du ganz viele Socken. Also das ist meine Lieblingssocke. Ach, Bernd. Da ist die vierte Mandel. So, viermal geriebene Mandeln, auch für Weihnachtskekse natürlich. Wir machen Vanillekipferl. Gebrannte Mandeln mache ich dieses Jahr selber, denn Weihnachtsmarkt ist ja nicht. Alles fällt aus. Deswegen gebrannte Mandeln. Der erste Versuch, habe ich noch nie selber gemacht. Und Zimtstern machen wir auch, deswegen Haselnuss. Gemahlen. Das dreimal vegetarischen Fleischsalat. Einmal Butterkäse und okay. Einmal Gouda Jung. Ich habe gedacht, weil wir nicht mehr viel hatten. Der Kalle ist hier Butterkäse gut, immer ein Gehälter, oder? Ja. Ja, das tut halt voll, ne? Ich bin da ja, voll. Aber nur mit dem Zeigezeh. Also nicht mit dem Daumenzeh. Aber der Daumenzeh ist blau. Der Zeh ist blau. Jetzt gehen wir voll. Der leidet mit. Aber nur mit dem einen umgeknickt so. Ich habe das richtig bildlich vor Augen gesehen, wie das geknackt hat. Etty, gehen wir vom C. Dann haben wir letzte Mal im Kaufland eine neue Firma entdeckt. Die haben wir ausgetestet. Die haben mehrere Sachen. Schnitzel. Super. Dann haben die so Nuggets oder so Sticks, so Hähnchensticks mäßig. Aber mit was auch immer. Placebo-Käse. Schnitzel haben wir noch nicht probiert, aber die Mini-Frikadellen haben dem Bernd super geschmeckt. Deswegen hat er heute noch mal vier... Ja, Pakete. Können wir drei einfrieren. Genau, mitgenommen. Die sind haltbar bis 26.11. Aber wir testen das Einfrieren. Die sehen so aus. Ja, ob die dann noch schmecken. Konsistenz und so. Und oh, aus dem Calvino einmal Cheese Strings mitgebracht. Für Käse für Kilo 80 Euro. Luxus. Nachdem man jetzt mal die Gummidinger. Ja, diese tolle Rolle schmeckt ekelig, sagt Calvino. Der Hund sagt geil. Eine Kokosnuss für Calvino, also die essen wir alle. Du magst auch Kokosnuss. Mhm. Calvino mag die, ich mag die. 42. Genau. Da werden wir erstmal trinken. Also Calvino, du würdest sie auch nehmen, ne? Und dann das Fleisch daraus essen. Noch drei Kakis und ein Netz. Zitronen. Nee, die habe ich schon. Tatsache. Und jetzt musst du wieder anfangen. Ein Netz Orangen, weil die brauche ich auch. Also die abgeriebene Haut für Plätzchen und auch so, die essen wir auch gerne. Oder auspressen. Ja, ich komme. Ja. Ja, ich habe gerade den Einkaufszettel gefunden. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass du nur 56 Euro im Kaufland bezahlt hast. 56? Ja. 85? Hier steht 56 Euro. Ich habe 85 Euro noch was bezahlt. Hast du einen alten Zettel vielleicht gefunden? 9.11.20. Wieso meinst du denn, dass du 85 bezahlt hast?
du selber bezahlt oder? Ich hab bar bezahlt. Nee, hab echt 56, hab 5 Zehner gegeben. Und Kleingeld passen. Und wie kommst du dann auf 85? Weiß ich auch nicht. Weil du hast ja echt voll viel geholt, ne? Smurfy, runter. Das ist auf deinem Stuhl. Runter! Ja, weil Bernd hat halt auch... Ich hab doch gar keine Coca-Cola geholt, da ist nicht runter. Hab ich jetzt den falschen Baum eingepackt? Ich weiß es nicht, der war nicht. Falschen Baum eingepackt, der ist ja nicht von uns. Ne, Coca-Cola haben wir nicht. Also hast du 85 bist. Ja, 85 Euro. Ich bin schon gewundert, weil... Ja, ich bin jetzt erst. Ja, Bernd hat nämlich den teuren Portwein geholt, den braucht er für die leckere Soße für die Rouladen, ne? Genau. Dann gab's ein Paderborner Brot. Dann waren die Active O'Toole im Angebot. Was haben die gekostet? 77 Cent. Genau, die mag der Calvino so gerne. Iced Berry, Himbeer Cranberry, Pfirsich-Weißer-Tee und einmal Apfel-Kiwi. Weil wenn der Calvino lange Schule hat, dann gibt es auch schon mal sowas und nicht nur Wasser. Dann gibt es viermal die Schlagfix-Sahne umgesüßt. Vier Packungen Aufbackbrötchen, weil die aus dem Kaufland magst du so gerne, ne? Ach so, ja, das sind zweimal Rustika und zweimal diese Weizenbrötchen. Weizenbrötchen. Zweimal die klassische Mühlensalami von Rügenwalder Mühle. 85 Euro noch, weil bin ich mir ganz sicher. Und für den Seelenfrieden. Für jeden eins. War im Angebot Chocolate Chips Original, Chocolate Chips Spekulatius, Chocolate Chips Weiß. Aber mein Bauch ist noch nicht dick genug. Dann geht mal. So, das war das. Und dann gibt es noch, seht ihr das? Eine Lage. Ne, zwei Lagen, ne? Mandelmilch. Ja, eine ist noch im Laden. Ungesüßt. Die nehmen wir für Cornflakes und die ist sehr oft ausverkauft im Kaufland und deswegen hat der Bernd direkt zwei Lagen mitgenommen. Die sind nämlich noch nie da gesehen. Eigentlich könnte ich die nur so aus Mythen und sagen. Nein, ja. Immer nur die waren immer leer, die Fächer. Ja, aber wir hatten die schon mal geholt. Ja. Aber da hast du die geholt. Ich habe die da noch nie gesehen. Ja. Also ich habe die schon mal gesehen, dass wir die hatten, aber nie. Ja. Deine Eltern haben uns die, glaube ich, mal mitgebracht aus dem Kaufland, weil die öfter da sind. Meine Eltern konnten alles besorgen. Und Special Connections. Ja, jedenfalls nehmen wir die für Cornflakes, weil die schmeckt in Cornflakes sehr, also für uns, sehr ähnlich der Muttermilch der Kuh. Oder wie auch immer man das sagen soll. Aber halt ohne Eiter. Deswegen die. Auch Béchamelsoße kann man damit machen. Und Haferdrink, eine Lage für Kaffee. Was möchtest du sagen? Ei. Eisalz. Was wird hier an den Schrank? Ich werde niemals ein normales. Aber willst du doch gar nicht. Wenn meine Zuschauer ein normales Video sehen wollen, dann würden sie ja nicht mitgucken. Würden sie nicht mich gucken. Ich glaube, normale Leute abonnieren. Wir sind halt unnormal. So, das war's. Also heute insgesamt ausgegeben. Ich hatte 20 ausgegeben bei Edeka. Ich habe 25 heute Morgen. 45 dann insgesamt und 90 jetzt. Ich denke 85. Ich habe mal einen habt ihr für 5 Euro die Pellets geschnürt. 90 sind 135 Euro. Ja. Kaufland ist echt teurer, wenn wir im Kaufland einkaufen. Kommen aber davon, das reicht jetzt für den ganzen Monat. An Ersatzprodukten, dreimal Fleischsalat, dann die Frikadellen, die reichen bis Ende des Monats locker. Ja, aber da sind halt die Angebote immer so aufgebaut, dass man, oh, das noch und das noch, so wie diese Trinkflaschen, wenn man jetzt so wirklich nur im Aldi und so einkaufen geht, dann kauft man sowas nicht, ne, weil das gibt's ja gar nicht. Egal, man lebt nur einmal. Gut.
Ja, weißt du, früher hat mich schon stark zurückgehalten. So. Vor 5 Jahren hätte ich alleine 100 Euro für Fleisch wahrscheinlich ausgegeben. Ja, das Leberwurst. Stimmt. Okay, meine Lieben. Das war unser Food Haul. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.